Heute gibt es die Il Socno di Gallo im Val di Ledro und im oberen Teil, im Sektor A. Unten sind wir zum Einstieg die Caino di Abele geklettert. Die verlinke ich euch. Und ja, jetzt wollen wir erstmalig die Il Socno di Gallo, ist glaube ich die leichteste Route hier oben, aber alles so im Fünferbereich. So. Mal schauen, bis später. Ist nur eine 4, Werner. Angeblich. Liegen gelassen? Ja, also dass du dann einsammeln konntest. Ach so, ich dachte du meinst vergessen, Sicherung zu bauen. Aber das Funkgerät wäre mir beinahe runtergefallen. Habe ich so aus Verankerung so groß getitscht. Platte, Platte, Platte. 4, 5, 5. 5 minus 4 minus. Insgesamt 29 Meter, also genauso lang. Du hast mich stramm in der Sicherung. Ja, das gibt mir ruhig das Gefühl, das Seil wäre stramm. Bitte? Ich will ja schließlich nicht nullen, verstehst du? Oh, hier hätte man gut auch was legen können. Ah, braucht man nicht. Leute, gibt's was Schöneres als so einen Stand mit dem Ausblick? Vermutlich nicht. Lass dir Zeit. Alles da. Nach den ersten zwei
oder drei, wir haben jetzt zwei. Zwei Seillängen. Streicht man oben noch mal rechts aus und dann wieder kurz zur Wand. Und dann geht es weiter mit fünf Seillängen. Das ist übrigens auch die Stelle zum Schluss, an der man abseilen kann, um sich den langen Weg Richtung Bir Cesa zu sparen. Dann seilt man die beiden Seillängen ab und braucht nur noch wieder ins Val di Ledro absteigen, zur Ponale Straße. Ja. Okay, ich komme, Werner. Der Gardasee und da das Val di Ledro. Okay. Manchmal ist es ja Eingriff, der einem fehlt, ne? Wie viele Meter hatte ich jetzt ungefähr? Gute 30. 30 ist durchgegangen, glaube ich. Okay, ja, dann passt das. Ich glaube, da vorne ist das feste Seil. Ah, Moment, die 30 ist durchgegangen. Dann bist du aber noch ein paar Meter weiter gelaufen. Ja, das hätte unmöglich. Also bei dem Seilzug. Ja, also. Alter Schwede. So verdreht es nicht verdreht, ja. Wolltest du die Schlinge mitnehmen? Oder brauchst nicht? Ja, sonst habe ich die nicht gesichert, meine ich. Ne? Egal, aber da kommt ja jetzt eben erdiger Boden, ne? Ja. Soll ich die ausbauen? Ah ja. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Letzten zwei Seillängen. Seil aus!
letzte Seillänge. Auf. Sehr schöne Tour. Jawohl. Fazit kommt gleich. Stand an einer großen Föhre. Jetzt weiß ich aber endlich, was eine Föhre ist. Ah. Oh. 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 Werner, herzlichen Glückwunsch. Bergheil. Bergheil. Also, Fazit? Fazit. Wir sagen zwar immer das Gleiche, aber... Es war tatsächlich wieder eine saugeile Tour. Vielleicht, weil uns Klettern einfach so einen Spaß macht. Ja. Ne? Aber das Gute war heute ja auch, wir hatten extrem kurzen Anstieg. Kurzen Anstieg, ja. Wir sind wieder die Keine und Abel, wie ich schon gesagt habe, geklettert. Und sind dann in den Sektor A gegangen und haben dann da die Il Socno di Gallo, habt ihr gesehen, geklettert. Die Caino de Abele habe ich ja schon gefilmt, verlinke ich euch. Und die andere waren jetzt 7 Seillängen, viele Fünferstellen dabei, aber alles fair, gut zu klettern, sage ich mal. Auch die Viererstellen waren knackig. Naja, die schon, aber die super Fünferstellen, Tour. Muss ich sagen, Peter, also super Tour. Ich fand die schon sehr spannend. Dafür machen wir es ja. 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 Ja, hätte ein schöner Tag werden können, wenn... Ach so. Oder wollen die gar nicht wissen? Wollen die gar nicht wissen. Alles klar. Ciao, ciao.